Hallo und herzlich willkommen bei Marokko aktuell, Wüsten-Hightech in Agadir. Abu Dhabi Agadir, 30.12.2022. Dana Global baut Innovationszentrum. Die Vereinigten Arabischen Emirate kooperieren mit Marokko bei der Umsetzung neuer Hightech-Innovationen für Wasser- und Landwirtschaft. Reiche Länder haben meistens ein Problem, ihre Gelder anzulegen. Und in der Vergangenheit war es öfter so, dass die USA und Europa als Orte galten, wo man investieren konnte. Mittlerweile hat sich das aber geändert aufgrund der Wirtschaftslage und geopolitischer Angelegenheiten. Und immer mehr afrikanische Länder und Schwellenländer rücken in den Fokus und damit auch Marokko. China ist auch eines der großen kapitalanlegenden Länder und auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese haben in Marokko besonders viel investiert und ist sehr, sehr beliebt bei ihnen, dieses Land. In den zurückliegenden Jahrzehnten wurden mehr als 20 Milliarden US-Dollar in die marokkanische Wirtschaft und Wachstumssektoren investiert. Nur 20% des Wassers, das in Marokko verbraucht wird, kommt aus der bestehenden Wasseraufbereitungsstruktur. Das ist relativ wenig und sehr ausbaufähig und natürlich kann man in diesen Sektor sehr stark noch investieren. Dana Global hat diese Chance genutzt. Sie ist eine Investitionsplattform für Wüstentechnologie mit dem Sitz in Abu Dhabi, der Hauptstadt von den Arabischen Emiraten, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und gemeinsam mit dem Agadir Horticultural Complex, auch kurz CHA, wird nun ein Innovationszentrum für eine widerstandsfähige und ökoeffiziente Landwirtschaft aufgebaut. Mohamed Siddiqui, Landwirtschaftsminister von Marokko, Pie Adema, Landwirtschaftsminister der Niederlande und Dr. Farid Lakhja, Gartenbaudirektor von Agadir, nahmen an der offiziellen Eröffnungszeremonie mit mehr als 700 Teilnehmerinnen teil. Diese große Zahl beweist, wie stark das internationale Interesse an Fachleuten ist. Agadir birgt ein enormes Potenzial für eine schnelle Einführung, lobt Shirley Shahar, Mitbegründerin von Dana Global. Sie weiß, dass es in ihrer Branche auf Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ankommt. Marokko gehört nämlich zu den Ländern, wo innovative und Großprojekte als Chefsache behandelt und mit einem starken Ehrgeiz und einem hohen Tempo umgesetzt werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.